Hey und willkommen hier zur zweiten Baufolge zu meinem Waterhouse hier in G-Sims 4. Ich bin Daniel von SimFans. Sehr schön, dass ihr wieder reinschaut. Voll cool. Auch die Kommentare. Es ist der Wahnsinn. So viel Zeug wieder dabei. Ich fange jetzt hier aber erstmal an. Dazu später, denn ich mache die natürlich hier so dunkel. Und die vervollständigen wir auch noch. Und das Glasdach, das kam super an in den Kommentaren. B.MoveObjects hier erstmal. Ja, das fand ich auch. Ne? Weil das ist so krass, dass man das vergrößern kann. Das ist irgendwie voll cool. Das wusste ich gar nicht. Und ich freue mich da umso mehr, wenn ich dann wieder mal was Neues entdecke. Und wieso bin ich da nicht früher drauf gekommen? Mensch. Ja, die mache ich so ein bisschen höhenversetzt hier, ne? Merkt kein Sim. Dann machen wir vielleicht eins, ein bisschen höher als das andere, weil dann, dann flackert das hier nicht. Ne, da flackert das hier nicht. Nur so ein bisschen höher. Und dann ist das schon hier gewuppt, hier das Ding. Da haben wir jetzt natürlich diese Wand hier, das ist ein bisschen schade, aber was will man tun? Da ist eine Versorgungslücke. Hier kommt die Klimaanlage rein. Weil das ist viel zu groß. Das ist doof jetzt aber. Mensch, ich wollte ja aber so gerne die Klimaanlage drin haben. Oh Mann, oh. Das wäre doch was gewesen. Das ist noch so ein kleines Highlight, aber es passt jetzt da gar nicht rein. Voll schade. Na Mann. Sollen wir da die Klima drauf machen? Aber da oben wären eigentlich auch nochmal diese, ne? Diese Halbwände hier ganz passend. Ich mache das hier oben mal jetzt fertig. Wir machen das mal jetzt hier richtig. Komm. Da müssen wir, glaube ich, das hier, glaube ich, nehmen, ne? Ja, das nehmen wir dahin. Erstmal so. Und dann haben wir, wir müssen mal ein Stockwerk tiefer, da ist nochmal eins. So. Und dann müssen wir das hier so auch auskleiden, ne? Da würde ich auch hier sagen, lasst uns da das hier nehmen. Und dann können wir die nämlich hier auch schön noch auskleiden. Und was machen wir da rein? Das weiß man noch nicht so genau. Geht halt nicht auf hier, ne? Ist halt ein bisschen doof jetzt geworden. Naja. So oft guckt man nicht aufs Dach, haben wir letztes Mal schon gesagt, ne? Und da natürlich fehlen da noch Tapeten und alles. Das ist mir schon bewusst hier, natürlich. So, dann nehmen wir aber die wieder von unten, dass wir hier so eine Abstufung auch haben. Und die pappt sich wieder von innen dran, damit man außen nicht die Linie sieht. Hier ist es sehr wichtig. Und ja, dann nehmen wir das, machen wir das doch so. So, das passt schon so. Ach so, da haben wir ja auch die dunkleren drunter gelegt, ne, damit man hier nicht da durchgucken kann. Ne? Einfach die dunkleren da drunter, ist wirklich egal wo. Hauptsache da drunter und dann zieht man da nicht durch. Ne? Das ist ganz wichtig. So, mit Alt natürlich an der Wand. Und dann ist das hier perfekt. Hier ist sehr schön. Das glänzt sogar so ein bisschen, wenn man schwankt. Ja. Ganz viele da nochmal zur Info sagen, wie hast du so tolles Licht, so tolle Reflexionen und alles. Bei den meisten, ich würde mal behaupten, wirklich bei 90% liegt es echt dran, dass es an den Laptop-Modus-Einstellungen liegt. Ihr dürft da nicht den Laptop-Modus anmachen, weil der tut alles hier runterschrauben, auch wenn ihr die normalen Grafikeinstellungen auf Maximum habt. Das ist wirklich wahr und ja, leider ist das sehr ungünstig dann eben, ne? So, da oben brauchen wir auch noch so eine Leiste. Das sind natürlich die ganzen Kleinigkeiten, sind euch natürlich auch aufgefallen, ne? Ist logisch. Aber wir müssen die da einfach hinmachen, ne? Wir müssen da die Leisten machen, auch wenn wir da dieses Ding jetzt durchbrechen. Es hilft nichts hier, wir müssen da solche Leisten da machen. Das sieht einfach besser aus. Ja. Und da oben, da müssen wir auch nochmal, das wird hier viel Arbeit. Hier müssen wir überall klicken, hier einzeln. Damit es auch hier die Leisten macht. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das hier dann schöne Schattenwurf-Dinger gibt. Hier, wo sind wir da? Guck mal an hier. What? Und da oben fehlt natürlich auch noch das Weiß. Ich nehme jetzt erstmal hier die Fliesen. Und da habe ich immer noch gehofft auf einen Kommentar. Aber da kam wirklich, glaube ich, gar nichts. Ich habe doch da durchgeguckt und niemand hat das geschrieben. Einfach Weiß, ne? Ja, ich nenne das Haus hier auch Water White. Water White. Und weil das halt weiß ist und im Wasser steht, da witzig, da Jill. So, und da auch noch hier. Da müssen wir immer gucken, dass man da alle Wände verwischt hier, wenn man da so komische Sachen baut hier. Ah, da will auch noch eine. Guck mal an hier. Gut, dass wir das hier noch hier gewuppt haben hier, ne? Nachgeguckt haben. Das wäre natürlich jetzt hier doof gewesen. Das wird alles schön. Das wird alles schön, auch wenn hier manchmal so Eckchen da fehlen. Das macht das Spiel ganz gern. Und dann entfernt es auch wieder die Halbwände. Ist auch so ein bisschen zickig dann immer. Naja, was will man tun? So, da auch wieder die Halbwand weg. Ja, danke auch hier fürs Gespräch. Unten fehlt, glaube ich, auch noch. Genau. Haben wir es jetzt bald. Hammer, Summer, Kammer. See you. Es gab so viele tolle Kommentare von euch. Es ist so cool.
Es wirklich, also richtig gute Sachen. Und ich fange da direkt mal an, weil wir haben baby.showhiddenoptics. Da gibt es ja die Fische, die Angelschilder. Und wenn man die Angelschilder am Rand platziert, der natürlich auch nicht grün bleibt, dann schwimmen da Fische rum. Und dann sieht man die von unten auch. Das ist voll cool. Ich bin jetzt gerade im Überlegen, ob das nicht ein bisschen doof aussieht, wenn wir ganz viele Angelschilder da drumherum haben. Jetzt stehen da, laufen da Besucher rum und angeln bei uns immer hier alles weg. Hier, boah, Debug. Wir nehmen das einfach, ne? So. Und wenn man dann den Live-Modus dann schaltet, dann kommen da wirklich Fische. Jetzt habe ich mir gerade überlegt, wie könnten wir da einfach so ein Objekt draufstellen? Also so ein, so ein Stein oder irgendwas, ein Busch oder was weiß ich. Völlig egal eigentlich was. Ich hoffe, die Fische schwimmen da nicht im Haus rum. Da können wir, glaube ich, keine machen. Ne? Die schwimmen da schon ein Stückchen weit weg vom Ding. Aber da machen wir noch ein paar hin. Weil das sieht also blöd aus, ne, mit den Angelschildern. Es sieht aus wie hier betreten verboten, den Rasen, obwohl es gar keinen Rasen gibt. Tja, was machen wir denn dann? Dann nehmen wir auf jeden Fall sowas hier. So ein Stein oder so. Und das würde ich dann schon, also machen wir einfach, ne? Wir machen einfach einen Stein drauf, oder? Jetzt muss ich erstmal hier sprühen, ne? Das ist mal das Erste, natürlich. So, da gibt es auch einen Boden aus der Zeit für Freunde, der ist so ähnlich, weiß der Seller. Aber das ist halt das Liebesspiel. Keine Ahnung, warum die das so leicht unterschiedlich wieder machen. Das ist wieder so typisch EA irgendwie, ne? Gut gemeint, schlecht gemacht irgendwie. Gut, hier ist es eh irgendwie dämlich. Aber haben wir trotzdem, oder? Ah, nee, hier wäre grün besser, ne? Aber das normale Grün hier, was, nee, ist auch das Falsche. Hier, das hier. Ist auch falsch. Was ist denn das Richtige jetzt dann? Gibt's auch kein passendes Grün oder was ist los da? Ist nicht das? Nee, ist auch zu hell. Ist aber komisch, echt. Jetzt passt das noch am ehesten, obwohl das halt dunkler ist, aber das andere ist ja zu hell. Naja. Tja. Gut gemeint, schlecht gemacht, ja, wirklich, oder? Was sagt ihr da dazu? Ihr könnt natürlich da auch nicht meiner Meinung sein, ganz klar. Muss man eigentlich gar nicht sagen. Aber es ist doch schon so ein bisschen so, ja. Schon ein bisschen doofig eigentlich, voll schade. Müssen wir hier noch irgendwas jetzt hinpumpsen hier? Oder machen wir so Ruinenstücke? Das wäre auch nicht schlecht. Dann haben wir da noch so eine leichte Abgrenzung, aber ich glaube, die Ruinen sind nicht so hoch wie das. Nee. Ich glaube, wir machen da so ein bisschen was. Wir machen da irgendwas so, oder? Ich weiß nicht, wie sieht denn das aus dann? Wir brauchen auch noch eine Poolumrandung. Da können wir nämlich auch die Dings nehmen hier. Die Ruinen eventuell. Dann sieht das vielleicht gar nicht mal so schlecht aus. Aber bitte, ne? Wenn ich jetzt das hier platziere, sieht es auch innen auf der Terrasse hier, da müsst ihr gucken. Am Rand, da macht es auch. Ja, man kann das aber mit Shift, wenn man Shift gedrückt hält, macht es nur an der Poolwand, wo man hier da ist, ne? Shift, Umschalt ist das, Umschalttaste. So, und nicht verwirren lassen von der Vorschau, wenn man nichts drückt. Einfach hier, so, dann hat man das außenrum schön und wir haben eine schöne Holzbrücke mit Umrandung. Da machen wir dann nämlich auch dann so den Holzdinger hin, ne? Yes, so ist das, das schön. Jetzt haben wir das gewuppt hier. So, Escape hier, alles weg. Ja, ne? So ist doch gut. Bin ich immer noch am Überlegen, was machen wir denn da drauf? Ich würde ja gerne irgendwas machen. Ich bin auch gerade am Überlegen. Wir gehen mal in den Debug rein und sagen mal Großstadtleben. Weil da gibt es doch auch diese Bäumchen. Das wäre eventuell auch nochmal was. Das sind auch so Großstadtbäumchen und das vom Rand finde ich die ganz schön. So Lichterketten wären auch toll. Dass wir so eine leichte Abgrenzung erstmal haben, aber nicht zu viel, ne? Dass das trotzdem schön offen alles auch ist. Sowas ist ja auch Käse. Wir können ja nicht einfach sowas irgendwie draufstellen. So ein Mülleimer. Na gut, du kannst auch nicht 20 Mülleimer nehmen, ne? Außerdem sind die ja hässlich. Ich will ja keinen Zim hier sehen. Aber es gibt doch diese Bäumchen. Wo sind die denn wieder? Ich glaube, die sind ganz unten. Da sind sie doch. Baum in deiner Kiste. Es rappelt in der Miste hier. Nee, das ist nicht so schön. Das guckt ja dann auch raus, das Fischi. Ach, Manu. Jetzt kann die unsichtbaren Fischi-Schilder. Das wäre mal was Tolles. Naja. Gut, war eine Überlegung wert. War was probieren wert, ne? Wir probieren es einfach mal mit so Steinchen. Wie das denn aussieht. Wenn wir da einfach so Steinchen nehmen und die dann vergrößern. Kommst du mal hierher? Ja, das passt auch nicht so ganz, ne? Ist ein bisschen blöd, auch das so steile, oder? Hätten das so Steine?
Vielleicht habt ihr da noch eine Idee. Ich weiß noch nicht, vielleicht Steine, vielleicht nicht, aber ich weiß nicht, irgendwie ist es auch komisch, ne? Wir hätten das für Steine hingelegt. Beziehungsweise wir hätten die ja weggemacht, oder? Hier so als... Ja, aber das mit den Angelschildern ist so cool, weil die Fische schwimmen da wirklich. Das ist echt cool. Also wenn, dann würde ich echt vielleicht dann doch so mal probieren, das mit Buschi zu machen oder so ein bisschen grün halt. Nö. So ein bisschen so. Oder sollen wir... Da gibt es ja auch diese runden Blumenkästen. Die können wir eventuell auch nehmen. Das ist auch so eine schöne Sache eigentlich. Was auch ganz witzig ist, wenn man die hier nimmt und die auf dem Boden platziert und dann vergrößert, dann gehen die ja auch so rein ins Ding. Ne? Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Das probieren wir mal da irgendwo. Ja, die sollen gar nicht so weit in den Boden rein. Dass man das so irgendwie macht. Ich hab da ungern diese blöden Angelschilder. Aber was kann man denn da drauf pflanzen, was dann nachher schön aussieht und nicht so irgendwie nur... Das ist ja auch Käse, ne? So was können wir auch nicht nehmen hier. Nehmen wir das vielleicht irgendwas. So ein Blumenkasten wäre, glaube ich, ganz gut. Also schon schön auf dem Boden. Was sind denn die drin? Ich glaube, bei Deko und bei Verschiedenes oder so. Ich glaube, die sind nicht mal in Pflanzen, oder? Ich weiß es nicht. Was sind die denn? Oder sind die bei Bäume? Das kann auch sein. Ich guck mal bei Pflanzen nochmal. Ah doch, die sind hier drin. Sehr schön. Dass wir sowas dann eventuell machen. Die sind halt schon ein bisschen riesig auch, ne? Merke ich gerade. Schon ein bisschen riesig. Aber der ist doch schön. Den gibt's doch auch in Weiß. Guck mal an. Dann nehmen wir doch das hier, oder? Das ist doch eine schöne Abgrenzung hier. Da können wir auch noch ein bisschen weiter rausgehen. Das faken wir einfach an den Grundstücksrand so hin. Und dann hat man da gleich noch mal ein bisschen was Grünes. Das gefällt mir ja. Wer hätte es gedacht? Herrschte Grün. Das passt dann auch zur Terrasse so ein bisschen, ne? Vom Weißen her. Und ich hoffe, das wird über die Galerie übertragen, weil wir sind ja sehr knapp am Grundstücksrand dran. Und ja, das sieht dann irgendwie so ein bisschen gewollt aus auch, ne? So. Das sollen die ja auch nicht angeln. Und wenn, dann können die ja trotzdem noch angeln. Aber, also die normalen Sims, unsere Sims können das ja nicht anklicken quasi, weil das ja weg ist von der Maus. Und dann machen wir trotzdem auch noch welche hin, oder? Nee, das ist so grün. Das passt schon hier. Ja, bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich glaube, da, ja, das ist schon okay so. Das ist schon okay so, ja. Dann machen wir das auch noch hier so ein bisschen symmetrisch, würde ich sagen. Dass wir das hier so rechts und links... gleichmäßig verteilen. Ja, ne? So ist das doch gut hier. Ja, ja, ja. Damit kann ich leben. Ihr auch? Schreibt das mal in die Kommentare. Brücke gibt's hier nicht. Also kein Geländer für die Brücke, wollte ich damit sagen. Und da würde ich auch das Grün lassen, glaube ich, oder? Ja, okay, jetzt kommen wir weiter. Gehen wir weiter hier. Unten wurde einstimmig, mit ganz vielen Likes auch, gewünscht, dass ein Wellnesscenter reinkommt. Und vielleicht sogar noch ein Schlafzimmer. Und da gab es eine tolle Idee auch. Und gut, dass wir schon den Hidden Objects reingemacht haben, weil dann haben wir die Alien-Pflanzen hier im Kauf- und Baumodus. Und dann kann man hier die verwenden als so ein bisschen so, ne, so ein bisschen hier so. Das sieht man gar nicht durch das Fenster durch. Das ist ja doof hier gemacht. Was ist denn das wieder für ein Scheiß? Sieht man die nicht durch das Fenster? Die sieht man. Ihr seid ja wieder hier und die auch nicht, oder was hier? Alles sehr doof. Was ist denn das für ein blöder Wack? Kann man die Fenster umdrehen? Bringt auch nichts, ne? Manchmal bringt das was, wirklich wahr. Das sieht das anders auch aus. Naja. Gut, das sowas ist halt auch so ein bisschen, ja, es passt auch, aber es ist jetzt auch nicht wirklich so. Ja. Ja. Ja, alles geht noch. Es ist noch okay. Sieht so ein bisschen aus wie Algen, aber. Ja, und dann kann man ja noch hier die Poolmatsche nehmen. Oder geht die dann oben drauf? Nee, die geht auch unten. Ja, dann können wir so ein bisschen Poolmatsche noch nehmen, so ein paar Algen, die da rumfahren. Das ist doch auch nicht schlecht, oder? So. Die Wurzeln da, das könnte auch so ein Ding sein. Ne? So ein paar Steinchen vielleicht noch. Und dann war noch in den Kommentaren, dass wir so eine Art, da machen wir aber ein bisschen anderes, so genau so graue. Dann sehen die so ein bisschen unterwassermäßig aus, ein bisschen Aquarium-like. Und ja, das ist doch ganz gut. Und an die Wand, da machen wir so eine Ruinentapete, hätte ich jetzt gesagt, weil wir sind ja hier. Oh, die aus Bowling ist natürlich auch perfekt, ne? Weil die passt zu dieser Mauer. Zu dieser, wisst ihr, was ich meine? Zu dieser, wir sind ja hier so Steinmauern drumrum. Und das passt, glaube ich, ganz gut hier, ne? Das Haus natürlich nicht. Aber das Haus können wir eventuell auch
felsig machen? Oder sollen wir das einfach weiß machen? Wir machen das einfach weiß, das Haus. So. Wieder mehrere Räumchen hier unten. So. Da auch die Holzbrücke, ne, die bleibt auch weiß. Das ist ja dann Kürte zum Haus quasi. Und auf dem Boden, da würde ich eine entweder Kiesel machen. Das passt, glaube ich, sogar am besten. Oder aber wir machen da, oh, da würde auch so ein heller Kiesel bestimmt gut aussehen. Ist auch schön, ne? Aber so ein ganz dunkler passt natürlich wieder besser zur Wand und wird sich da dann besser anschmiegen. Gibt es eigentlich unter Wasser einen Unterschied, wenn wir hier jetzt Glitzerwasser nehmen? Sieht man das unter Wasser? Sieht gleich viel erfrischender aus, ne? Irgendwie. Oder? Das hat beides was. Ne, das Glitzerwasser sieht man zu arg unter das Wasser, ne? Das ist besser, das reflektiert mehr. Ja, das ist besser. Bei dem Haus muss es ein bisschen mehr reflektieren. Ja, dann lassen wir das so. Oder ich dachte nah an den Teppich, an den schönen Teppich. Das passt schon besser, ne? Weil es halt mehr mit der Wand dann übergeht. Einen schönen Teppich, und zwar einen, noch dunkler vielleicht, so ein bisschen sandiger, einen gelben Teppich, damit das so sandmäßig aussieht. Na, das wäre nämlich auch nicht schlecht, glaube ich. Aber wie sieht denn der aus unter Wasser? Ganz anders. Schaut euch das mal an. Hier. Oder so ein. Na, das passt natürlich auch. Sieht ja fast gleich aus. Das ist witzig, wie die unter Wasser aussehen. Ach, auch wegen der Sonne hier unterschiedlich, ne? Not that bad hier. Weil sprühen können wir leider nicht. Ganzen Boden raushauen geht ja nicht. Das ist Poolboden. Ja. Ja, nee. Also ich weiß nicht. Also ich finde Sand irgendwie besser, oder? Was sagt ihr? Und auf der Seite sieht es jetzt von innen noch ein bisschen trist aus. Müssen wir eventuell auch noch machen, dass wir da dann mal schön die schöne Wellnessfliesen oder so uns holen. Irgendwas Tolles. Aber so vom... Ja. Ist schon was Feines, oder? Kommt die Sonne auch irgendwann von hinten? Die kommt von oben jetzt, Sonne. Ja, also das wird, glaube ich, schon ganz gut passen, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin echt so hier wieder so... Aber man kann da schon ein bisschen was machen. Vielleicht so, da gab es auch noch das Kommentar mit diesen Blumen. Ich glaube, du meintest die, kann das sein. Stockrosen, weil die wachsen auch so ein bisschen nach oben. Aber die sehen schon sehr komisch aus irgendwie. Ist auch nicht sowas vielleicht noch, so Knospendinger da. Das erinnert mich immer an so Tannenzapfen. Ich kann mir gar nicht helfen, warum. Das könnte irgendwas noch sein unter Wasser, aber so viel Zeugs haben wir da jetzt auch nicht, ne? Busch. Ist auch so ein bisschen... Ja, so Korallen haben wir halt leider nicht, ne? Das gab es mal in Sims 3. Aber ja, weißt du, so Grünkram, sowas vielleicht. Das wird noch gehen. Das wird noch gehen. Und da dann am Rand noch so ein bisschen was anderes... Irgendwie so Moos. Ein Paradies für Taucher. Also die Alienpflanzen sind echt eine gute Idee gewesen, da muss ich schon sagen. Nur die meisten sieht man halt leider echt gar nicht. Ist voll doof. Ah, da gibt's auch noch das hier, das ist auch schön. Also für so einen Meeresboden. Das Schilf ist eher so über Wasser, aber auch in einer anderen. Ne? Ja, ich würde es so mal lassen. Ich würde es so mal lassen. Witzig wäre auch, wenn wir da jetzt so ein Gummientchen noch reinbringen. Entchen. Ne, die ist untergegangen. Oh. Ist ja auch in einer anderen Farbe. So, die müssen wir schon eigentlich gelb machen. Die ist untergegangen. Die ist ausgequetscht hier. Die ist tot. Das ist ja witzig. Wir können da auch noch so Tonklumpen und so reinpflanzen. Jetzt geht's hier los hier. Daniel baut hier unter Wasser. Ja, das ist mal was anderes, ne? Nicht immer diese Aquarien, aber die haben auch irgendwie was, finde ich. Ne? Das ist schon schick. Schon schick. Aber hier ist eher so... Ja, die müsste man ja auch noch beleuchten. Ich glaube, die leuchten aber auch selber bei Nacht. Wenn man die einschaltet, aber die sind jetzt hier halt nicht so eingeschaltet, ne? Und die kann man ja auch noch trotzdem Lampen drunter pflanzen, oder? Dann machen wir einfach hier so Bodenbeleuchtung. Wird das überhaupt hier beleuchtet dann? So eine Kerze ist immer so schön warm. Das können wir da hinten auch machen, so unter Wasser, dass es so ein bisschen leuchtet. Oder? So ein bisschen geheimnisvoll hier.
Eine Kerze unter Wasser. Das geht auch nur in Sims, ne? So ein bisschen was so. So schwimmen die Fischis dann auch noch rum, wenn wir die dann haben. Ja, das hat doch jetzt schon mal was hier, oder? Das ist doch schon mal ganz gut. Wenn der Raum jetzt hier drin dann auch noch beleuchtet ist, dann sieht das, glaube ich, echt schick aus. Na, das wird da eh von innen dann angestrahlt auch. Das ist ja dann schon so, dass wir da drin auch Licht brauchen, dann sieht man das gar nicht mehr so arg. Also wenn das dann ein Schlafzimmer wird, dann geht das Licht natürlich dann bei Nacht aus und dann hat man es wieder so ein bisschen. Ne? Das ist auch schon. Ja, also jetzt erstmal hier zur Aufteilung. Ich würde sagen, das müssen wir, glaube ich, müssen wir das so lassen? Nee, ne? Wie verändert sich da oben nichts? Nee. Ich würde sagen, dass wir, das lassen wir mal, dass wir unten ein Fitness- und Badezimmer machen und hier dann ein Schlafzimmer. Und das Schlafzimmer trenne ich hierdurch ab, dass wir hier sowas ziehen, ne? Und, oh, ich habe gerade eine tolle Idee. Wir könnten ja uns das hier auch noch holen. Diese Brücke quasi. Und da machen wir einen begehbaren Kleiderschrank rein. Mit hier, also mit dem Teppich sieht es doch komisch aus. Mit hier, Wasserlicht. Poollicht. Ja, also ich muss sagen, das mit dem Teppich sieht jetzt nur bei Taglicht gut aus. Na, da müssen wir, glaube ich, doch den Kies nehmen, oder? Oder so einen wirklich sandigen Sandboden. Das ist gut, glaube ich. Ja, das passt schon besser. Ich will einen Sandboden. Kein Kies, oder? Weil die lieber Kies. Und dass wir dann hier so nur so zwei Fensterflächen machen, dann auch so versetzt. Und dann den Rest, dann können wir hier einen Schrank und da einen Schrank. Oder nee, du musst auf eine Seite den Schrank, ne? Ist besser. Und hier dann auch so eine Mauer nochmal. Dann haben wir da nochmal so Sichtmauer. Quasi. Wow. Das ist doch geil, oder? Dann haben wir hier einen Kleiderschrank. Aber ich weiß noch nicht, wie machen wir das mit dem. Oder wir nehmen da so andere Fenster. So schmalere Fenster. Solche da. Aber wir können auch die nehmen, ne? Die sind schön bläulich. Generell eigentlich. Ein bisschen gedimmter. Und dann können wir unten drunter eine Kommode noch hier papsen irgendwie, ne? Das gucken wir mal. Oder wir machen da oben die Schränkchen hin und da unten so. Naja, das kriegen wir irgendwie hin. Da überlege ich mir noch was. Hier ist das. Das wird cool. Und hier bin ich jetzt auch am gucken, sollen wir wirklich die Fenster nehmen oder sollen wir. Das wäre natürlich schon witzig irgendwie, aber das geht natürlich nicht, ja. Das ist nicht modern. Aber da irgendwie, dass wir irgendwas so ein bisschen mehr, vielleicht diese Streben auch nehmen. Sowas da. Es hat am Anfang so ein bisschen Gefängnischarakter. Aber ich glaube, dass das kaschiert das Ganze so ein bisschen. Wisst ihr, wie ich meine? Dass das irgendwie nicht so, ja. Die anderen, ich weiß auch nicht, ne? Die sind halt sehr. Das hat mehr sowas, dass es irgendwie stabiler ist. Oder sowas. Und das ist auch nicht schlecht. Aber das wird dann sehr, sehr, ja. Metallisch. Könnte auch passen. Hat auch irgendwie was. Ich finde das irgendwie cooler. Ich weiß es nicht. Die anderen sind irgendwie langweilig. Aber was sagt ihr denn dazu? Das ist ja das Wichtigste. Ich würde mal gerne wissen, was ihr von den Fenstern haltet. Aber ich finde das ist auch. Also, kann man bestimmt auch schön machen. Wir können das ja ein bisschen in die Richtung hier. Einrichten dann auch. Ein bisschen krasser. Ja. Alright. Also hier kommt auf jeden Fall Whirlpool und sowas rein. Hier dann das Schlafzimmer. Dann machen wir oben, wie gesagt, hier Küche und Wohnzimmer. So ein bisschen, ne? So angedeutet Wohnzimmer. Und oben dann Hobby. Oder? Oder Kind? Haben die ein Kind? Es gab auch das Kommentar, das sollen zwei homosexuelle Männer sein, ein männliches Paar. Das wäre auch mal was. Hatten wir ja, glaube ich, auch noch nie. Haben wir, glaube ich, echt noch nie. Entscheiden wir dann, wenn wir die Sims erstellen im Livestream. Und ob wir dann ein Kind erstellen oder nicht, oder ein Hobbyzimmer machen oder was. Okay, wir gucken jetzt mal, dass wir da uns eine schöne Terrassentür aussuchen. Ich glaube, ich weiß auch schon, welche, ne? Nehmen die. Die passt einfach am besten. Oder ist so eine schöne offene, die ist natürlich auch schön. Ich glaube, wir nehmen doch lieber die. Ja, wir nehmen die. Müssen wir außen gucken, dass wir das halbwegs wieder schön hinkriegen auch.
Ist jetzt hier auch noch mit den Farben hier so ein bisschen schwierig. Dann würde ich die dann doch irgendwie, machen wir die doch weiß, oder? Heißt da wirklich Walter White? Walter White, so rum. Verraten. Hat schon irgendwie was, ne? Ist irgendwie geiler. Ich weiß es auch nicht. Nehmen wir hier das Weiße. Das ist jetzt hier so ein bisschen schade, weil das Fenster natürlich dann hier oben besser aussehen würde. Aber wir machen das dann runter. Ja, wir machen das dann runter. Ist auch okay noch. Ist ja eh kein Doppelstockwerk. Das gab es auch in den Kommentaren. Oh, das finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht, dass wir das hier einfach aufmachen. Quasi hier einen Zaun ziehen. Und dann das Ganze, ja, das Türkiszaun, weiß ich noch nicht, ob wir den nehmen, aber dass wir hier jetzt erstmal als nur zum Gucken, können wir hier das Bad machen und das dann auch hier mit großem Fenster in die Mitte rein und da auflassen. Das ist ja auch nicht schlecht, ne? Dann hätte man, wenn wir das Schlafzimmer eh unten haben, dann haben wir ja den Platz und hier können wir dann das hier, können wir hier rausgehen und das ist einfach schön, wenn das dann von oben nach unten, können wir dann schön großen Ding aufhängen, so ein, keine Marmeladengläser heute, so ein genau sowas da. Wenn man da das Gitter nicht einblendet übrigens, ne, dann kann man das auch hier oben platzieren, das ist ganz schön. Und das ist natürlich schon was Mächtiges, ne? So ein Kronleuchter quasi. Und dann guckt euch mal die Aussicht an. Das ist der Hammer, oder? Das ist eine Villa hier, eine Mini-Villa hier. Ja, irgendwie sowas. Das ist doch cool, oder? Mal was Besonderes auch. Ja, ich glaube, dann ist das mit dem Kind hier oben auch gegessen. Wenn man so ein loftmäßiges Ding. Wie hier dort oben vielleicht trotzdem das Schlafzimmer hin. Jetzt würde ich das sehen, beziehungsweise das Bett halt. Weil wir da auch noch einen Balkon haben, ne? Das ist ja auch ziemlich fett noch. Da können wir was Geiles hier draußen hinstellen, ja auch noch, ja. Hier auch mal die Fenster, das wird hier wieder schwierig, machen wir das so. Ja, und hier ein Bett, das wäre schon cool. Was für eine Aussicht. Was für eine Aussicht hier, das ist ja wohl der Hammer, oder? Hier das mit dem Eck ist ein bisschen schade. Ein bisschen schade, aber eins weiter vor kann ich ja auch nicht, weil hier das Fenster aufführt und das Ding kann ich auch nicht weiter rüber wegen der Treppe. Nummern. Da geht schon wieder los hier alles, ne? Wir lassen das einfach so. Da geht es ja nach unten dann auch. Das ist auch okay. Dann machen wir das. Machen wir hier. Ich mach mal alles hier fließen. Natürlich bleibt das so nicht, Leute. Aber. Oh, die sind auch schön. Die sind total cool. Die mag ich auch. Das sind immer ein bisschen weniger Textur wäre bei denen auch gut gewesen. So schöne Mauerwand ist auch total geil. Das ist alles irgendwie hier. Das sind so schöne, gibt es auch so schöne hier, diese Gaumenfreuden-Dinger. Die sind auch so toll, weil die glänzen so. Das gibt dieses Hochglanz-Feeling da irgendwie wieder. So toll. Ein helles Holz wäre natürlich auch mega schön. Ne? So ein bisschen Strandhausmäßig dann. Hat auch was. Küchen. Also ich würde es hier mal jetzt probieren, wirklich mit einer weißen Küche. Aber ich sag euch jetzt schon mal, wenn mir das nicht gefällt, und zwar nicht die und nicht die, sondern die wirklich die coole Küche auch, aber die ist so weiß, auch nicht, ne? Die ist entweder da braun oder hier das Grau. Wobei das Weiß, also hier, oh, das ist wieder so schade. Wenn wir da so eine... Die ist halt auch schon sehr hochwertig, ne? Wenn wir die dann an den Rand hin machen, die Theke, dann sieht man ja auch nicht mehr diesen Stein. Also das wäre auch cool. Das wäre auch cool. Weil die ist schon schick. Die ist schon richtig schick. Und eine fette Küchenzeile rein. Oh, das ist cool. Oder guck mal dann diese Altstadt hier im Hintergrund mit der Küche. Und so ist geil. Wow. So, und dann kriegen die einen schönen, schönen, teuren Kühlschrank. Natürlich auch in Weiß. Das wird hier das Modern White 2.0. Und hier dann die Spüle, diesmal wird die auch nicht vergessen. Hier dann meine Lieblingsspüle aus Coole Küchen. Die gibt es auch in ganz weiß. Ist auch so ein schönes Beige-Weiß dann wieder. So, mal gucken, dass wir da nochmal. Und da hat so richtige. Ach, sowas vielleicht sogar noch. Das ist so voll designermäßig irgendwie, oder? Volle Kanne hier. Volle Kaffeekanne hier. Kaffeekanne. Das hat schon was, so eine Leuchtwand, ne? Das ist so, schöner Schrank davor, aber ist schon mächtig, ne? Schon, sowas ist natürlich auch immer sehr schick. Aber hier in der Küche, ne, mit den,
mit den Schränken, die wir eventuell, also müssen wir eigentlich, sonst sieht es ja gar nicht nach Küche aus. Da dann aus, da, die sind komplett weiß hier, ne? Solche Küchenschränke hier nehmen. Das mit den Fenstern, das ist echt hier schwierig. Die können wir aber auch noch ändern. Da will ich mal gar nicht irgendwie so sein auch. Die können wir sehr gern noch ändern auch. Also, dass wir außen, ja, da haben wir das so gemacht. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Nur, ja, die sind halt zu hoch. Aber wir haben, glaube ich, keine niederen Beweggründe. Ne, wir haben echt, glaube ich, keine. Ne? Die sind alle so hoch. Und die, die nicht so hoch sind, sind halt irgendwie grässlich. Bunkerfenster hier. Ja, die sind so breit, die haben so einen breiten Rahmen. Ich finde das eigentlich voll schön so. Nur ich weiß nicht, mit den Küchenschränken. Aber wenn wir die einfach drauf machen, das können wir auch nicht bringen, oder? Wie sieht denn das aus hier? Wie sieht denn das aus? Das ist echt schade. Wenn wir die zwei entfernen, ist auch wieder so das schöne Licht hier weg. Ich würde am liebsten da, wo nicht die Küchenschränke sind, einfach Fenster haben. Aber wir haben wirklich nichts, was da passen könnte. Wir können noch diese Breiten da nehmen. Die sind ganz schmal, die sind wieder voll doofig irgendwie. Und die haben wieder so einen breiten Rahmen. Wobei, wenn wir die, ich habe gerade eine Überlegung, Daniel, überlegst dich was. Wenn wir die da nach unten so verstecken und die Hängeschränke dann ein bisschen tiefer, aber das sieht auch doof aus, das ist viel zu tief dann. Dann hätten wir den Rahmen so ein bisschen kaschieren können, ne? Wisst ihr, wie ich meine? So. Und dann oben, ach so, drüber können wir die auch nicht nochmal platzieren. Ja, das kann nur ein Fenster pro Wand, sonst ist ein schwarz. Also undurchsichtig. Ach, das ist voll schade. Ich meine, ich hätte es so gern hier. Oh Mann. Oben und unten Fenster, das wär's mal. Tja. Oder wir machen ein Doppelfenster und den Rest dann. Wir machen das einfach so. Wir machen hier ein Doppelfenster. Ah, ist auch doof wegen dem Kühlschrank. Wir den hier weg. Hier. Und in der Mitte dann drei Schränkchen, oder? Und dann können wir oben. Sollen wir das noch dann machen? Oben dann vielleicht noch solche Fenster hier. Aber das ist nur eins dann. Ein bisschen scheiße alles. Nee. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Wie könnten wir das denn deichseln hier? Daniel, Hirn, komm. Hirnspringern. Können wir das schön machen hier? Also von außen ist es halt. Ja, es ist echt schade. Aber wir haben überall Fenster in der Wand. Tja. Das ist jetzt die Schwierigkeit. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wenn wir doch die Fenster so lassen, wie die waren. Und dann einfach die Küchenschränke drüber platzieren und außen. Also jetzt erstmal nur die, ne? Natürlich bleibt das nicht so. Von innen sieht es gar nicht so schlecht aus. Und wenn wir die jetzt noch weiß machen, gibt es die nicht in weiß, aber das ist schon das Weiß, ne? Oder? Naja. Wenn wir dann von außen da irgendwas drüber machen. Irgendwas. Ich weiß es nicht, was. Irgendwas, was nicht so sehr auffällig ist. Irgendwas. Ja, was das hier so ein bisschen. Da gibt es doch diese Schilder auch. Deko. Oder wir machen so eine Lampe hier groß. Das ist schon heftig. Die stehen auch ab. Das ist alles auch nichts wirklich, ne? Das sieht auch komisch aus. Sowas vielleicht? Naja. Naja. Also irgendwas müssen wir da finden. Vielleicht habt ihr da eine Idee. Schreibt mir das mal, wie ihr das machen würdet. Mit der Küche. Allgemein, nicht nur wegen den Lampen. Hat schon irgendwie was, aber es ist irgendwie auch komisch.
Ich kann mir nicht helfen. Es hat was, aber es ist komisch. Oder wir platschen die komplett zu einfach. Mit sowas hier. Es ist echt schwierig. Also ich muss wirklich sagen, ich bin hier... Und das sieht mir ja gar nicht mehr raus. Ich bin hier wirklich dann jetzt so ein bisschen überfragt auch. Also es ist nicht einfach. It's not that easy. Das wäre auch noch eine geile Sache. Weil das sieht so ein bisschen aus wie so ein Rollladen. So ein Sonnenschutz, meine ich, ne? Also das können wir auf jeden Fall nehmen. Das ist eh so ein cooles Objekt. Und das sieht aus wie ein Sonnenschutz. Das reflektiert sogar so cool. Wow. Das ist eine tolle Idee. Es sieht trotzdem so aus, wie wenn das Ding halt über die Fenster geht von innen. Das ist halt nicht so schön. Aber... Also theoretisch braucht man ja die Küchenschränke nicht. Wir machen doch einfach hier so einen großen Küchenschrank, oder? Diesen schönen großen Schrank. Und den Rest lassen wir einfach so. Das machen wir gar nicht lang rum hier, ne? Und da kommt noch ein kleiner drüber wegen mir. Und da auch noch so ein kleiner, ne? Dass das so ein bisschen hier noch ausgenutzt wird, hier bis nach oben. Haben wir doch nochmal so einen anderen. Und dann hat man hier so diese Art Küche. Ich muss da mal Lampen reinmachen. Ich kann mir das sonst nicht vorstellen. Lamps, Lamps, Lamps. Give me your Lamps. Ja, das wird cool. So viele Lampen vielleicht auch wieder nicht, aber das wird cool. Das passt schon, ne? Oder? In der Deko reinkommen, man muss sich das immer mit Deko natürlich auch vorstellen. Und mit Boden und allem. Das ist echt immer die Schwierigkeit. Und ich würde auch hier so diese großen Fliesen nehmen. Was sind die wieder? Oder so ein Sichtbetonboden. Das ist auch ganz schick. Das ist ein bisschen... Das sind, glaube ich, die... Oh, der ist auch schön, ne? Gar nicht so eintönige Platte, ja doch schon eintönig. Das hat auch was. Wenn wir da den Kontrast dann machen mit dem Boden. Oder wir machen es wirklich komplett weiß. Blau. Sieht aus wie so ein Krankenhaus dann. Weil die Platten haben es auch in sich. Und da gibt es ja dieses schöne Weiß. Das ist, glaube ich, am schönsten noch, oder? Ohne Flecken. Sieht das so irgendwie, ich weiß noch nicht. Machen die Küche irgendwie doch andersfarbig. Dieses Weiß ist so komisch. Frage über Fragen. Aber das Außen finde ich toll. Das müssen wir jetzt eigentlich gar nicht machen, weil wir haben eh die Küchenschränke richtig. Aber ich finde es trotzdem toll, oder? Was sagt ihr? Schreibt das mal, wie ihr das findet. Oder wir machen die größer und nehmen die als Geländer oben. Na, jetzt übertreiben wir es mal nicht. Aber das finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Gucken mal, wie das aussieht, wenn wir dann nur die einzelnen nehmen. Das hat auch was irgendwie. Das hat auch was wie so ein moderner Rollladen. Keine Ahnung. Könnten wir es sogar auch hier irgendwie hin machen. Oder? Also irgendwas hat das. I'm sorry. Aber ich find's geil. Das hatten wir irgendwie noch nie auch, oder? Das ist ganz schwierig, ne? Entweder wirkt es zu extravagant. Manche mögen das, manche nicht. Und irgendwie ist jetzt auch hier, ich weiß noch nicht. Das ist echt schwierig. Ich find's wirklich schwierig. Ich probiere hier mal das wirklich mit den weißen Fenstern, weil die anderen sind, glaube ich, weißer. Die gibt's doch, glaube ich, in dem richtigen Weiß, oder? Auch nicht. Wieso gibt's die nicht in ein richtiges Weiß hier? Was ist denn das für ein Scheiß wieder? So wie die Tür da. So ein Weiß will ich haben, bitte, für die Fenster. Danke auch. Das hier wird noch gehen, aber das ist ja voll Käse hier mit dem blauen Rahmen. Das wird hier auch grau. Tja. Dann haben wir wohl... Liegt es wohl an den Hängeschränken oder so? Ich weiß es auch nicht. Oder an der Theke? Naja.
Also gut, das wird hier noch schön gemacht. Und ihr seid aufgerufen, da zu kommentieren, wie ihr das findet, wie wir das machen sollen mit der Küche. Also außen finde ich es jetzt toll. Innen finde ich es nicht so toll. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die doch ein Stückchen zu hoch sind. Ja, ich glaube, das war es auch. Mit unter. Ja, vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen. Das ist mein Waterhouse hier in Die Sims 4. Wir haben heute so ein bisschen probiert, mit dem Aquarium was zu machen. Da könnt ihr mir mal schreiben, wie ich das hier mit den Fenstern machen soll. Und oben, da haben wir die Aufteilung natürlich auch noch gesagt, hier Wellness Center. Oben haben wir angefangen mit der Küche und hier dieses Stockwerk durchgebrochen und mit den Fenstern außen rum probiert. Und dann war es das auch schon. Jetzt sind wir gar nicht gekommen heute. Oh Mann. So, Daniel macht wieder lang rum, aber das wird cool. Jetzt haben wir ja nochmal schönes Deckenlicht von ganz oben, das Dach. Haben wir nämlich auch fertig gemacht hier. Sehr gut. Ja, das war's für heute mit dem Waterhouse. Vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, Daumen nach oben. Vielen lieben Dank. Und ja, bis zum nächsten Mal dann zum Waterhouse. Oder natürlich jetzt dann einem anderen Video eurer Wahl, wenn ihr noch mögt. Bis denn. Ciao.